Um 5 Uhr morgens aufzustehen, war definitiv nicht die einfachste Entscheidung, die ich in den letzten Wochen getroffen habe, aber definitiv eine der besten. Hättet ihr mich letztes Jahr gefragt, hätte ich niemals gesagt, dass ich ein Morgenmensch wäre, sondern ich hätte euch erzählt, dass ich sehr, sehr gerne lange nachts wach bleibe und auch spät aufstehe. Tatsächlich hat sich das Ganze aber seit einigen Monaten geändert und mittlerweile stehe ich wirklich fast jeden Tag um 5 Uhr morgens auf, was sehr, sehr viele Vorteile mit sich bringt. Ich habe morgens auch viel mehr Energie, irgendwas zu machen, ich habe mehr Zeit und ich habe auch mehr Ruhe. Außerdem habe ich durch Social Media nicht so einen Stress und denke mir, oh mein Gott, ich verpasse gerade irgendwas, ich muss das noch machen, ich muss das noch machen und so, sondern habe einfach morgens viel mehr Ruhe und Entspannung, was mich auch selbst sehr viel produktiver macht. Und so habe ich in letzter Zeit auch schon sehr, sehr viele Videos zu diesem Thema hier auf YouTube geteilt, habe aber öfter mal die Frage bekommen, was ich morgens eigentlich immer so mache, da ihr das vielleicht auch mal ausprobieren wollt, aber nicht so die Ideen habt, was ihr dann morgens um 5 Uhr machen könnt. Und dazu ist dieses Video heute da. Und zwar teile ich 10 Ideen, was wir um 5 Uhr morgens machen können, wofür wir die Zeit nutzen können und was dort vielleicht sehr passend ist. Und so habe ich das Ganze auch in verschiedene Kategorien untergeordnet. Und zwar einmal, wie man die Stille nutzen kann, wie man den Sonnenaufgang nutzen kann, wie man die Entspannung nutzen kann und wie man sozusagen die weitere Zeit nutzen kann. Das ist vielleicht eine komische Gliederung, aber es hat in meinem Kopf irgendwie Sinn ergeben, deswegen machen wir das jetzt so und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Also die erste Frage ist, wie können wir die Stille morgens nutzen? Und was ich sehr gerne mache, wofür ich natürlich Ruhe brauche oder wofür Ruhe gut wäre, ist das allererstes Meditation. Natürlich kann man auch meditieren, wenn es nicht so still ist, aber ich finde es einfach sinnvoll, gerade als Anfänger und als Anfängerin, wenn man dann noch ein bisschen Ruhe hat und sich dann eher auf sich selbst konzentrieren kann. Meine Idee war zum Beispiel auch, dass man draußen im Garten bei Sonnenaufgang sitzen kann und dann dort draußen das Vogelgezwitscher anhören kann und dort meditieren kann. Was ich persönlich noch nie gemacht habe. Leider, so ästhetisch spiele ich jetzt nicht. Aber das war noch eine ganz coole Idee. Was ich tatsächlich auch mal öfter morgens mache, ist einfach in Stille zu sitzen. Das heißt, ich immer mal hinzusetzen und einfach da zu sitzen für irgendwie 15 Minuten, einfach irgendwie nachzudenken und die Stille zu genießen. Der zweite Punkt ist, morgens Tagebuch zu schreiben und zu reflektieren. Ich hatte bis letztes Jahr immer auch das Gefühl, dass irgendwie so Tagebuch schreiben eine Sache ist, die vielleicht nur so kleine Mädchen machen und so. Aber ich habe lange nicht geglaubt, dass Tagebuch schreiben eine Sache ist, die mir selbst total helfen kann. Es gibt beispielsweise auch dieses Prinzip von Morning Pages. Das bedeutet, man setzt sich hin und schreibt einfach mal drauf los, was man gerade denkt. Einfach alles im Flow runterschreiben. Aber ganz ehrlich, ich kann euch Tagebuch schreiben oder generell zu reflektieren einfach nur total empfehlen und ans Herz legen. Deswegen macht das sehr gerne und nutzt auch die Zeit und die Stille morgens dazu. Die dritte Idee ist, die Stille zu nutzen, um Hausaufgaben zu machen oder zu lernen. Ich glaube, mein größter Zeitvertreiber morgen ist wirklich, meine To-Do-Liste schon abzuarbeiten und schon zu lernen und meine Aufgaben zu machen. Ich habe wirklich gemerkt, ich bin morgens am produktivsten und habe die meiste Energie und auch die meiste Brainpower noch. Das heißt, ich kann mich morgens auch am besten konzentrieren. Dementsprechend mache ich morgens sehr gerne Deep Work und arbeite einfach schaue meine To-Do-Liste ab und mache dort schon die ganzen Sachen, für die ich noch sehr viel Energie und Brainpower brauche. Die zweite Kategorie ist ein bisschen komisch, habe ich ja gerade schon gesagt, aber es geht darum, wie wir den Sonnenaufgang nutzen können. Und zwar ist die erste Idee, die wir vielleicht nicht jeden Tag machen sollten, aber die wir auf jeden Fall ab und zu mal machen können, den Sonnenaufgang zu nutzen, um Fotos und Videos zu machen. Wenn du beispielsweise auch einen YouTube-Kanal hast und irgendwie TikToks machst, kannst du dir ja die Zeit morgens nehmen, um sozusagen dort deine Videos und TikToks aufzunehmen. Außerdem kann man auch schon Instagram-Bilder vom Sonnenaufgang machen. Aber ich habe gerade schon gesagt, es ist vielleicht nicht die beste Idee, das wirklich jeden Morgen zu machen. Aber wenn du irgendwie sowas mal brauchst und irgendwie so eine schöne Kulisse brauchst, ist, glaube ich, der Morgen-Sonnenaufgang total schön. Die zweite Idee, den Sonnenaufgang zu nutzen, ist, morgens joggen zu gehen oder zumindest spazieren zu gehen. Ich weiß nicht warum, aber mich persönlich motiviert das viel mehr, wenn ich morgens rausgehe, wenn irgendwie Leute noch nicht so wach sind, noch nicht so viele Leute auf der Straße sind und ich einfach den Sonnenaufgang angucken kann. Und mich motiviert es einfach irgendwie wirklich morgens Sport zu machen. Und deswegen wäre auch der nächste Tipp, generell Sport zu machen morgens. Also vielleicht bin es auch nur ich, aber ich persönlich finde einfach diese Idee von irgendwie Yoga, Meditieren, Sport machen, Workouts machen, beim Sonnenaufgang morgens einfach total schön und auch so magisch. Also ich würde es euch empfehlen, auch wenn ich selbst irgendwie fast nie mache, einfach so Yoga morgens zu machen. Aber die Idee ist cool. Die dritte Kategorie ist, wie wir diesen Nicht-Stress nutzen können. Ich habe gerade überlegt, was das Gegenteil von Stress ist, aber wir haben ja morgens keinen Stress. Und ich glaube, das Gegenteil von Stress ist vielleicht sowas wie Entspannung. Deswegen, wie können wir morgens die Entspannung nutzen? Und das eine Sache, die ich immer sehr, sehr gerne mache, einfach morgens zu lesen. Denn Lesen ist so eine Sache, die ich eigentlich auch relativ produktiv finde und sinnvoll finde und ich auch einfach sehr, sehr gerne mache, aber irgendwie nie so wirklich Zeit dafür finde in meinem normalen Alltag nach der Schule oder so. Weil wenn ich halt nach der Schule jetzt nach Hause komme und dann irgendwie lese, werde ich total müde und will einfach sofort schlafen. Oder ich finde generell einfach keine Zeit dafür, weil ich andere Aufgaben priorisiere und wichtiger finde. Und deswegen ist morgens für mich die perfekte Zeit, einfach mal zu lesen und ein Buch zu nehmen und darin wirklich mal ein bisschen länger zu lesen.
Die zweite Idee wäre auch einfach irgendwas zu schreiben. Also vielleicht hast du gerade ja irgend so ein Schreibprojekt, beispielsweise gibt es viele Leute, die einfach sehr gerne ein Buch schreiben wollen. Oder du kannst ja auch schon die vorhin erwähnte Idee benutzen, also sozusagen Morning Pages zu schreiben. Natürlich haben wir morgens aber auch sehr, sehr viel Zeit noch, die wir sonst vielleicht nicht hätten. Und was ich dann sehr, sehr gerne mache, ist Zeit zu nutzen, um meine ganzen Geräte aufzuladen. Was vielleicht jetzt ein bisschen komisch klingt, aber ich habe einfach so viele mobile Geräte, die ich morgens aufladen muss. Beispielsweise habe ich mein Handy, ich habe meine Apple Watch, ich habe mein iPad Stift. Was habe ich noch? Meine Powerbank. Und das war's. Aber das ist schon relativ viel, was ich einfach jeden Tag benutze und deswegen auch aufladen muss. Und es reicht für mich einfach nicht, sozusagen den Nachmittag dafür zu haben, um die Geräte aufzuladen, weil es einfach nicht passt. Ich benutze mein iPad erst einige Wochen in der Schule, aber ich habe es schon so oft erlebt, mittlerweile in diesen 3 Wochen, dass ich so ein Herzklopfen hatte, weil mein iPad einfach fast leer war und deswegen meine ganzen Notizen irgendwie beinahe nicht aufrufen konnte, was einfach nur Horror ist. Und deswegen ist es total sinnvoll, morgens deine ganzen Geräte aufzuladen. Also zumindest irgendwie die Sachen, die du wirklich für die Schule brauchst, wie zum Beispiel Handy, eventuell iPad und Powerbank. Und die zweite Idee zum Thema Zeit ist auch dein Zimmer aufzuräumen. So viele Z's in diesem Satz. Ich hasse es wirklich, mein Zimmer morgens zu verlassen, wenn mein Zimmer unaufgeräumt ist, weil ich es noch mehr hasse, nachmittags oder abends zurückzukommen zu einem unaufgeräumten Zimmer. Daher finde ich es einfach essentiell, schon fast morgens mein Zimmer aufzuräumen und ordentlich zu hinterlassen, wenn ich das Haus verlasse. Das waren jetzt nur einige Ideen, die ich total cool finde, teilweise auch selbst mache und euch einfach empfehlen würde. Falls du aber noch weitere coole Ideen hast, kannst du diese auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls dich das Thema Frühaufstehen, Schule, Produktivität, Lernen und so weiter interessiert. Und ich hoffe, dass wir uns sehr, sehr bald hier mal wiedersehen. Also habt noch einen schönen Tag und hoffentlich bis sehr, sehr bald mal wieder. Bis dann. Tschüss.